Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Arc Age Unchained und zu unserer Bogenschützen-Elfen. Wir machen hier mit den grünen Quests weiter, hat mir jemand vorgestern in die Kommentare reingeschrieben oder unten in den Kommentaren reingeschrieben, dass wir bis Level 30 nur den grünen Quests folgen brauchen. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir das doch auch und nehmen hier doch die erste schon mal gleich an. So, hast du schon gehört? Enuja hat die Nuyan eingeladen, ihre besten Ritter zum diesjährigen Turnier zu schicken. Der Rat ist außer sich und viele elfische Teilnehmer weigern sich, ihre Klingen mit menschlichem Blut zu besudeln. Nach dem zu urteilen, was ich gehört habe, sind die Nuyan ehrenhafte Krieger. Aber du weißt ja, wie stolz einige Elfen sein können. Damit alle die gleiche Chance haben, gegen andere Elfen anzutreten, wird aus diesem Grund jeder Kämpfer seinen Gegner nach dem Zufallsprinzip auswählen. Nimm einen Dolch von dem Dolchtisch hinter mir und wirf ihn auf das Zelt. Auf das Ziel. Ist es ein gewöhnlicher Dolch, wirst du gegen einen Elfen kämpfen. Ist er verzaubert, kämpfst du gegen einen der Nuyan. Viel Glück. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Falls ihr den Hund im Hintergrund hören solltet, tut es mir wirklich leid. Er hat gerade seine 5 Minuten und versucht, krampfhaft seinen Knochen vor der Katze zu verstecken. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. Was sagt er denn? Dolchtisch. Okay, er scheint verzaubert zu sein, so wie es aussieht. So, da. Ha, hast du die Lichter gesehen? Damit ist es entschieden. Du wirst dich mit einem Nuyan-Ritter duellieren. Ich hoffe, deine Übungen mit Ausbilderin Harper haben dir etwas gebracht, Blackfey. Du wirst sie brauchen. Okay. Zum Feld der Ehre geht es diesen Pfad entlang nach Osten. Es liegt am Gweonidsee. Begib dich dorthin und sprich mit Eokat Deltukin. Sag ihm, du wurdest auserwählt, im Turnier gegen einen Nuyan-Ritter anzutreten. Mach uns stolz, Blackfey. Na klar. Oh, und dann können wir gleich neue Ausrüstung. Kriegen wir die jetzt? Nee, dann. Ah, wenn wir zum Turnier kommen, dann kriegen wir die Ausrüstung. Wir müssen da hinten lang. Ach, guck mal, hier ist Lucius ein Collie oder was soll das sein? Okay, willst du Questgegenstände finden, dann suche in den markierten Kreisen auf deiner Map. Oder stand da, so schnell habe ich es nicht gelesen. Okay, also alle Quests ignorieren, nur die grünen machen. So, mal gucken, ob wir hier... Oh, ja. So sind wir doch ein bisschen schneller. So. Eigentlich müssen wir ja gleich da sein. Hier gleich um die nächste Ecke rum. Sieht zumindest fast so. Da liegen Äpfel, ne? Kann man die aufheben? Nee. Angebissene Apfel. Nee, einen angebissenen Apfel will ich auch nicht. Okay. Oh, da kommt uns ein großes Auto entgegen, würde ich gerade sagen. Eine große Kutsche. Und da ist auch das grüne Fragezeichen. Okay, sehr schön. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich wurde ausgewählt, mich auf dem Feld der Ehre mit einem Nuyan-Ritter zu stellen. Du hast also den verzauberten Dolch geworfen? Ich vertraue darauf, dass du deinem Gegner in einem ehrlichen Kampf gegenübertrittst, selbst wenn er kein Elf ist. Schließlich sind die Nuyan auf Eonirs Bitte hier. Enuirs, so rum, ne? Eine Belohnung wählen. Ich hätte gerne die Lederausrüstung. Aranseps Erinnerungen wurden weitergegeben von Generation zu Generation. Nicht auf bewusster Ebene, sondern als intuitiver Bestandteil des Wesens der Elfen. Aranseb war nicht nur der letzte Elfenkönig, sondern der spirituelle Vorfahre seines Volkes.
aber mit der Zeit verblassten die Erinnerungen. Alle Elfen ersehnten den Tag, an dem sie ihren König rächen und seinen Mörder meucheln würden. Aber Aranseps Gedanken in ihren Herzen verloren mit der Zeit an Kraft. Nur jene Krieger, welche die Kampfkunst am härtesten trainierten, nur jene, die sich voll und ganz der Elfenmagie verschrieben hatten, erinnerten sich voller Klarheit an Aranseps Gedankengut. Je mehr sie lernten, je mehr Fertigkeit sie erlangten, an desto mehr erinnerten sie sich. Auf dem Feld der Ehre verdichten und festigen sich Aranseps Erinnerungen in deinem Verstand. Okay. So, dann haben wir die jetzt gekriegt oder nicht? Jetzt. So. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir so Schönes gekriegt haben. Das ist ein Helm, das habe ich ausgeblendet. Okay, Helm hatte ich ausgeblendet. Die Lederrüstung haben wir gekriegt. Habe ich die jetzt aufgesetzt? Ja, ne? Okay. Ah, jetzt. Okay. Und... ja. Wie sieht denn das aus? Ach, Herr Jemine. Das sieht eigenartig aus. Das machen wir nochmal weg. Da. Helm nicht anzeigen. Ah, jetzt. Okay, sehr schön. Okay, das sieht doch ganz schick aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Wir machen jetzt weiter mit der Quest hier. Um einen fairen Wettkampf zu gewährleisten, müssen alle Teilnehmer auf dem Feld der Ehre Ausrüstung verwenden, die ihnen von Turnierfunktionären zugewiesen wurde. Geh zum Waffengestell vor dem Gebäude hinter mir und such dir eine Turnierklinge aus. Okay, machen wir. Von da kriegen wir automatisch den Dolch, ja, ne? Sieht ja fast so aus. Habe ich den jetzt hier, oder? Okay. Ja. Gut. Ausgezeichnet, scheint in Ordnung zu sein. Die Turnierklinge ist ein Symbol für deine Kampfbereitschaft. Sobald du sie einem Nuyan-Ritter auf dem Feld der Ehre zeigst, beginnt dein Duell. Okay, wir haben ein Skill-Upgrade gekriegt. Aber sonst weiter doch nicht, ne? Nö, die beiden haben wir schon. Den kriegen wir erst auf Stufe 7, den zweiten Skillbaum. Wir müssen da oben, glaube ich, hin, ne? Da. So, wir sollen die einem teilnehmenden Bogenschützen geben. Ne, Nuyan-Ritter, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ne, Nuyan-Ritter, genau. Okay. Oh Gott, der ist ja schnell platt. Das, okay. Das ging fix. Das hat ja nicht lange gedauert. Auch nicht schlecht. So, dann laufen wir jetzt wieder zurück und gucken mal, was er sagt. Ich finde, das ging irgendwie viel zu schnell, oder? Der hat sich ja kaum gewehren können irgendwie. Glückwunsch zum Sieg, Blackfey. Vielen Dank, Sir. Aber der Nuyan-Ritter hat sich nach unserem Duell ziemlich eigenartig verhalten. Geht es ihm gut? Die Nuyan sind ein stolzes Volk. Ich bin sicher, er war nach dem Kampf gegen einen echten Elfenkrieger nur etwas erschöpft. Keine Sorge, die Heiler des Turniers werden sich um ihn kümmern.
Okay, alles klar, wenn er das sagt. Noch nie hast du gegen einen Menschen gekämpft. Bisher war das Feld der Ehre für sie tabu. Als dein Nuyan-Gegner sein Schwert zieht, spiegelt sich sein Gesicht im gleißenden Metall. Aber es ist nicht sein Gesicht, sondern das eines dunkelhaarigen Mannes voller Hohn. Die Vision dauert nur einen Augenblick und dein Herz begreift, was dein Verstand nicht fasst. Der Mann war Aranseps Mörder, Jean. Einst sein Freund, jetzt sein Feind. Jean wurde zu Kyrios, dem Gott der Zerstörung. Aber Aransep hatte ihn schon lange davor gehasst. Schon vor der Expedition war Jean die Ursache für die unglücklichsten Erinnerungen von Aransep. Jeans Untaten, nachdem er ein Gott geworden war, hatten Aranseps Zorn nur genährt. Gegen einen Menschen zu kämpfen, gewährt dir kurz einen Blick durch Aranseps Augen. Okay, weiter geht's. Lass deine Eitelkeit nicht mit dir durchgehen, Jungspund. Das war erst der erste Tag des Wettkampfs. Geh und suche Eokat Navil in Memuria. Er wird dir eine Unterkunft für die Nacht gewähren, zusammen mit den anderen Elfenkämpfern. Alles klar, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ein ganzes Stück laufen. Ach so, das hält ja noch an, ne? 28, 27 Sekunden, das steht hier oben. Da kommen wir ja ein Stückchen weit mit. Stückchen weit, genau, richtig. Nee, Stück weit mit, wollte ich eigentlich sagen. Wir müssen da unten hin. Okay, haben wir hier noch wieder einen Reisestein? Die Zeit ist abgelaufen. Wo kommt denn der nächste? Sonst müssen wir hier ein Stückchen mitlaufen. Aber es verbraucht natürlich immer Ausdauer, ne? Da sind mir die Reisesteine dann doch lieber. Aber hier kommen im Moment gar keine. Okay. Wir sind doch schon viel zu weit gelaufen. Auch nicht schlecht. Wir hätten hier irgendwo links müssen. Beziehungsweise von der anderen Seite rechts. Hier. Nö. Hä? Nee, da hätten wir längs müssen. Genau, wir hätten hier abbiegen müssen. Genau. Richtig. Jetzt sind wir richtig, genau. So. Ah, guck, da ist nämlich auch das Fragezeichen. Dann sind wir nämlich jetzt auch da. Eokat Navil. Halt, bist du Black Fay? Bleib, wo du bist. Ärzte am Feld der Ehre haben Anzeichen einer Vergiftung beim Nuyan-Ritter gefunden, gegen den du gekämpft hast. Und einige Minuten nach eurem Duell ist er gestorben. Was hast du dazu zu sagen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Was? Das kann nicht sein. Ich würde das Feld der Ehre niemals mit Gift entweihen. Nee, das hätten wir auch nicht getan. Da hat uns bestimmt einer übers Ohr gehauen. Wenn du wirklich glaubst, dass du ehrenvoll gekämpft hast, dann steige den Turm zum heiligen Platz hinauf und rede mit Inuir. Erzähle ihm genau, was geschehen ist. Vielleicht kann er diese Angelegenheit aufklären. Du hast mit Harper trainiert, deshalb glaube ich nicht, dass du davonlaufen wirst. Aber ich schwöre dir, solltest du es tun, gibt es keinen Ort in Nuya, an dem du dich vor dem Eokat verstecken kannst. Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ah, wir haben ein neues Skillset, können wir machen. Cool.
Wir nehmen Schattenspiel, habe ich mir sagen lassen, sollen wir tun und nehmen hier vergiftete Waffen als erstes. Genau. Haben wir noch mehr? Noch einen. Aber den... Nee, den nicht. Den hätten wir noch nehmen müssen, ne? Aber den können wir erst Level 10 nehmen. Okay, dann... Dann machen wir den nochmal wieder entsperren. Und setzen das so rum. Damit wir den als erstes machen können. Danach machen wir den und dann machen wir den Skill. Genau. Genau. Tunk deine Waffe für 9 Sekunden in Gift. Dein nächster Nahkampf- oder Fernkampfangriff während dieser Dauer verursacht zusätzlich 247 Magieschaden über 6 Sekunden. Das ist cool. Und dann machen wir nämlich den, der macht einen lähmenden Pfeil auf den Feind, der 461 Fernkampfschaden verursacht und für 3 Sekunden verlangsamt. Guck mal, das ist doch sehr schön. Ja, guck mal, das können wir doch schon mal mitnehmen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir noch mal eben schnell da oben hin. Und dann würde ich dann für heute erstmal wieder Feierabend machen und dann beim nächsten Mal hier weitermachen. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen hier und da. Oh Gott, das ist ja verwinkelt hier. Huch. Wir müssen hier müssen wir hoch. Okay, hier sind so viele von diesen Fragezeichen, aber wir sollen ja nur die grünen machen, ne? Okay. Dann machen wir auch nur die grünen. Wieso kommt. Achso. Ich hinge fest. Sieht irgendwie cool aus hier, oder? Ich finde das cool. Jetzt laufen wir die ganze Zeit hier im Kreis, oder was? Einmal Wendeltreppe nach oben. Ja. Ah, guck mal, da ist auch schon das Fragezeichen. Guck mal, die haben alle schon ein Reittier, nur wir nicht. Warum nicht? Hm. Okay. Wir geben die noch eben ab und dann... Was ist das denn? Ein junger Elfenkrieger auf dem heiligen Platz? Solltest du nicht mit den anderen auf dem Feld der Ehre sein? Eonir. Nee, Enuir. Ich wünschte, wir hätten uns unter besseren Umständen kennengelernt. Deine Eokat-Wachen berichten, dass der Nuyan-Ritter, gegen den ich gekämpft habe, an Gift gestorben ist. Du bist es also. Und du bist auf der Suche nach Gerechtigkeit hergekommen, auch wenn meine Wachen dich verdächtigen? Diesen Mut werde ich nicht vergessen. Wir müssen den Wettkampf unterbrechen und sofort eine Untersuchung beginnen. Der Tod dieses Nuyan könnte noch viel weiterreichende Konsequenzen haben, als du dir bewusst bist. Okay. Oh. Als du vom Tod des Nuyan erfährst, wirst du von Übelkeit übermannt. Erinnerungen, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast, verdrängen deine Gedanken. Dein Herz frohlockt über den Tod des Nuyan, aber es ist kein echtes Gefühl. Es ist nur die Spiegelung von Aransebs Verlangen, Kyrios zu vernichten. Als du das Gefühl beiseite schiebst, überkommt dich eine neue Vision. Die Erinnerung wird offenbar und du blickst erneut durch die Augen Aransebs. Zuerst bemerkst du Jeans Gesicht. Sein Gesicht, bevor er zu Kyrios wurde. Er ist nicht höhnisch, hat keine magische Rüstung und sitzt in einer sonnendurchfluteten Halle. Er lacht voller Frohsinn auf, als er jemanden erblickt, der außer Sicht ist. Der lebhafte Kontrast zwischen diesem Bild und dem vorherigen ist bestürzend. Alles wirbelt in deinem Kopf und beinahe überhörst du die Anklage. Du wirst des Mordes bezichtigt. Oh, oh, das hört sich überhaupt nicht gut an. Aber, ihr Lieben, wir machen jetzt hier Feierabend und machen in der nächsten Folge weiter.
Das hört sich überhaupt nicht gut an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.